Und im wunderschönen blühenden Seern geht es weiter im Part 47 von Okami HD. Wir haben noch zwei Kirschbäume vor uns, die wir ja zum Blühen bringen müssen. Zumindest ist das laut Herr Blume der Fall. Jetzt ist nur die Frage, wo sind diese restlichen beiden Kirschbäume? Ich habe gerade überlegt. Ich meine, man konnte auch das Bäumchen auf seinem Kopf zum Blühen bringen. War da nicht irgendwas? Ich meine, da war irgendwas. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Und Moment, da haben wir ja noch den großen Baum hier, obwohl den können wir nicht zum Blühen bringen. Aber wir können, glaube ich. Ja gut. Immerhin was. Hallöchen, hast du irgendwas zu sagen dazu? Ich bin sicher, der Gura-Tanz würde dir gefallen, aber ich werde meinen Tanz erst vollführen, wenn die Bäume, die nicht mehr besessen sind, blühen. Nur noch ein weiterer. Ach, guck mal. Der Baum auf seinem Kopf hat also gezählt. Also fehlt tatsächlich nur noch ein einziger Baum. Finde ich etwas kraftvoll. Jeden Baum, der blüht, leihen kann, dann kann ich die bösen Geister austreiben und die Bäume in der Stadt erblühen lassen. Ja, ich weiß. Mensch, wie konnte ich nur den kleinen Baum auf seinem Kopf vergessen, dass man den auch zum Blühen bringen kann. Aber er hat tatsächlich gezählt. Ich wusste nicht mehr genau, ob er dazu gehört. Aber ja, scheinbar schon. Gut, jetzt haben wir aber immer noch einen Baum, den wir finden müssen. Nur wo ist dieser? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Wo ist dieser Kirschbaum? Es gibt sicher irgendwo eine Ecke, die ich vergessen habe, und es wird mal wieder Nacht. Oh ja. Oder müssen wir vielleicht doch noch einen Baum auf der anderen Seite zum Blühen bringen? Vielleicht ist... Okay, hier ist kein Baum. Oh, aber hier ist was eingebuddelt. Warum nicht? So ein paar Yen können wir doch auch gebrauchen. So, aber hier ist er nicht. Hätte ja sein können, dass er vielleicht hier irgendwo hinter dem Baum, hinter dem Baum, oh, gerade hinter dem Haus steht. Ach, ich bin auch schon total Banane. So, ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite. Könnte denn dieser letzte Baum sein? Ja, hier ist ja nur der Fluss um uns rum. Da wird also kein Kirschbaum sein. Die warten hier immer noch. Hier ist keiner. Sorry, Entschuldigung, ich muss mal durch. Ich dränge nicht vor oder so. Ich möchte einfach nur hier durch. So. Okay. Irgendwo hier ist doch sicher noch ein Baum.
hinten sind Bäume. Oh, da ist eine Truhe unter Wasser. Okay, so geht's scheinbar nicht. Wäre ja gut. So, hab ich doch was gesehen? Das wollte ich eben ausbuddeln. Eine Perle. Ami, tust du mir bitte den Gefallen und... Jumpst einmal bitte da. Ups. Shit. Moment. Ach, guck mal. Das ging doch vielleicht viel besser. So, die haben wir jetzt also auch zum Glühen gebracht. Sind hier vielleicht noch Bäume, die ich vergessen habe? Die blühen. Der da hinten blüht. Hier haben wir Bambus, 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 Bambus. Oh, da hinten ist auch was verbuddelt. Ach, guck mal. Hier ist auch noch ein Baum. So. Ja gut, den haben wir auch. Ah, Tinte und Yen nehmen wir. Hallo. Hm? Hey, Kapuzenkopf, was machst du hier? Oh, du kommst genau richtig, um einen wichtigen Wendepunkt der Geschichte mitzuerleben. Mir ist endlich klar geworden, wie leer doch das Leben eines Schwertsammlers ist. Jetzt bin ich dem Spaß am Angeln erlegen. Willst du nicht mitmachen bei meiner neuen Leidenschaft? Eigentlich nein, aber okay. Fischen gehen? Ja, okay. Wir wollen mal nicht so sein. Oh, warum nicht? Wir könnten es uns erlauben, hier ein bisschen Zeit totzuschlagen. Ja klar, wir haben zwar andere Dinge zu tun, aber gut ist so. Dann bereiten wir uns mal vor, Ami. Ah, gut. Tun wir das doch. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Ziehe eine Linie von der Angelroute zum Fisch. Ist so langsam habe ich verstanden, wie man angelt. Ist okay. Aber danke, dass du es nochmal erwähnst. Jetzt fang einen großen. Ja. Schauen wir doch mal. Das war ja wohl nix. Ich glaube, ich habe etwas am Haken. War der jetzt nicht, ne? Kiwifisch. Los geht's, Ami. Je mehr du fischst, umso größere Fische werden kommen. Weiter so. Gut, gut. Wir wollen nicht so sein. Ja,
Ich habe ihn nur noch getroffen. Grundel! Du bist besser geworden, oder? Geh bitte nicht auf! Oh, ich sehe schon. Da ist ein großer. Na, dich kriegen wir schon. Oh, was haben wir denn hier? Ist das ein Hummer? Flusskrebs. Okay, sah erst aus wie ein Hummer. Ah, den wollte ich gar nicht. Das war die Grundel. Die wollte ich nicht. Aber wir fangen hier sie jetzt trotzdem, weil wir haben sie jetzt schon mal am Haken. Ui. Ein Süßfisch. Okay. Ja. Oh, jetzt haben wir da einen richtig dicken Brummer. Josch! Forelle! Hühnchen! Komm, Fisch. Ups. Hoppala. Ah, kommt und geht. Gerade als du den Dreh raus hattest. Noch einmal probieren? Ach nö, lassen wir's. Ich habe einen großen Haken. Meine Geduld beim Warten steht im Gegensatz zu der Leidenschaft. Die spüre, wenn ich einen Fisch am Haken habe. Fischen ist viel entspannter als Schwertkampf. Haha. Ja, dann lasse ich dich mal weiter angeln. So, jetzt kleiner Zeitvertreib für zwischendurch. Aber eigentlich haben wir dafür keine Zeit. Also zumindest möchte ich mich nicht jetzt so viel damit aufhalten. Mit dem Ganzen. So. Okay, die haben wir jetzt also zum Blühen gebracht, die Bäume. Das sieht auch gut aus. Hier blüht alles. Da blüht alles. Oh, wen haben wir denn da? Hallo. Im Ozean schwimmt ein Ungeheuer. Es bewahrt den Frieden des Meeres. Oh, welch Wunder wir erfahren in diesem Wasserdrachen so kühl. Das ist ein Lied, das mir mein Großvater beigebracht hat. Anscheinend ist es der Wasserdrache, der das Chaos auf der See verursacht. Ein Gott aus dem Drachenpalast vom Grund des Meeres. Hast du davon gewusst, Hähnchen? Hatten wir das nicht schon mal? So, aber gut. Ich glaube, wir haben doch jetzt soweit alles erwischt, denke ich, hoffe ich. Gehen wir einfach wieder zurück und finden es heraus. Ich hoffe doch, dass wir es jetzt geschafft haben.
So, zwischendurch speichern nicht vergessen. Wichtig, wichtig. So. Oh. Wir haben fast die 30-Stunden-Marke erreicht. So. So kann man sich auch fortbewegen. Nein, laufen wir lieber auf normale Art. Pass auf, der wird bestimmt gleich sagen, es ist immer noch ein Baum. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass da jetzt noch ein Baum fehlt. Ich wüsste sonst nicht... Schwebte das da oben schon immer in der Luft? Okay, interessant. Mal hier so nach und nach die Fackeln entzünden. Hoppala. Was ist mit diesen Bäumen hier? Die blühen ja noch gar nicht. Wie konnte ich die nur übersehen? So. Ha, die Macht des Feuers. Ups. Versehentliche Zerstörung hier. So. Dann können wir nämlich auch die große Flamme hier entzünden. Hallo. Sieh nur! Unglaublich! Die Götter müssen mein Flehen erhört haben. Ja, sicher. Die großen Laternen haben plötzlich angefangen zu leuchten. Das muss ein Zeichen des Himmels sein. Die Götter sagen mir, dass ich Hayaso fangen soll. Er mag mit seinem Verbrechen bis jetzt in der Dunkelheit davongekommen sein. Aber jetzt kann er sich nirgendwo mehr verstecken bei all dem Licht. Er muss sich irgendwo in der Nähe versteckt haben. Jetzt muss ich einfach auf der Lauer liegen, bis er auftaucht. Ja, viel Spaß dabei. Ich habe andere Sachen zu tun. So. Okay, Herr Blume. Herr Blume ist scheinbar am Schlafen. So, machen wir die Nacht zum Tage. Um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Hallo! Nur noch ein... Welchen Baum?
Was soll ich denn bitte noch für einen Baum zum Blühen bringen? Okay, welchen Baum meint er? Noch einen weiteren. Was denn für einen? Irgendwie komme ich mir gerade so vor, als wenn ich nicht großartig weitergekommen bin hier. Was sieht aus wie ein ausgetrockneter See oder sowas? Ich frage mich, ob was, wo das ganze Wasser hin ist. Gute Frage. Aber wir können ja das Wasser hier hinein transportieren. Tada! Jetzt haben wir eine weitere Quelle. Okay, ich glaube, das war gar nicht... Das war ja, glaube ich, nur eine von den Portquellen. Ja, scheinbar. Okay, ich bin verwirrt. Welchen weiteren Baum sollen wir denn jetzt noch zum Blühen bringen? Dieser hier kann es nicht sein. Der lässt sich nämlich nicht zum Blühen bringen. Mensch, das kann doch nicht sein. Da dachte ich, ich habe wirklich mal alle Bäume erwischt, aber scheinbar habe ich mich dort geirrt. Ich meine, wir können uns darum auch noch später kümmern. Wir könnten auch erstmal... Ja, also dieser hier ist es nicht... Schwierig. Wo kann dieser besagte Baum denn bitte sein? Ich meine, vielleicht ist er wirklich irgendwo hinter einem Haus oder so. War die Tür. Ich dachte so, hä? Bitte, Vater, es reicht jetzt. Ich dachte am Anfang, er wäre nur ein bisschen schläfrig. Aber er wiederholt immer wieder nur dasselbe. Es ist eine Schande. Ich war so glücklich, als die Medizin wirkte. Kirschblüten, oh, die Kirschblüten der Stadt Sion stehen in voller Blüte. Bevor ich sterbe, möchte ich sie noch einmal sehen. Hm? Moment, das Großhütterchen da von Kirschblüten. Warte mal. Okay, hier können wir anscheinend nirgendwo raus. Möchtest
möchte die Kirschblüten noch mal sehen. Aber wie können wir ihm die... Können wir irgendwas... Irgendwas tun, um ihm die zu zeigen irgendwie? Ich meine, hier in dem Haus ist ja nichts, was man zum Blühen bringen kann. Ich sehe zumindest nichts. Entschuldige. Er möchte die Kirschblüten noch mal sehen. Fragt sich nur wie. Fragt sich nur wie. Hier muss doch irgendwo noch ein Baum sein. Ich glaube, ich werde aber erstmal zur Ryoshima-Küste gehen und mich da mal umschauen. Weil wir haben ja immer noch das Problem mit dem Wasserdrachen. Den müssen wir ja auch noch irgendwie loswerden. Alles in der Welt ist mein kleiner Inhaber hinten. Hast du ihn vielleicht irgendwo gesehen, Welpe? Ich glaube nicht. Wobei, ich weiß gar nicht, war ich jetzt eigentlich schon bei dem Schrein? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr bei dem Schrein gewesen, seit die verfluchte Zone weg ist. Ich kann mich zumindest gerade nicht entsinnen. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ich habe das aber auch nicht mehr so genau in Erinnerung, was man machen musste, beziehungsweise welchen letzten Baum der gute Herr Blume meint, den wir noch zum Blühen bringen sollen. Oh. Hallo? Die Oberpriesterin des Ankoku-Tempels praktiziert Monster-Unterwerfungsmagie. Immer wenn es irgendwelche Schwierigkeiten in der Stadt gibt, dann rufen sie die Priesterin zu Hilfe. Und in letzter Zeit gibt es in der Stadt sehr nur noch Schwierigkeiten. Ich hoffe, die Priesterin wird bald zurück sein. Was heißt, die Priesterin ist nicht da? Schätze ich mal. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal schauen. Okay, hier sind auch nur anderen Bäume. Tatsächlich ist es niemand hier. Oh, das ist eine Statue. Irgendwie wird's... Was? Irgendwer wird sie stehlen, wenn sie so weit hier rumsteht. Wer immer auch der Besitzer ist, er sollte vorsichtiger sein. Sollte wahrscheinlich. Die Leute opfern hier Räucherstäbchen. Oh, ich war doch schon hier. Gut, das hilft uns ja alles nicht weiter, wenn die Priesterin nicht da ist. Okay, ich stehe gerade so leicht auf dem Schlauch.
macht Spaß, die Glocke zu läuten. Das hat uns ja alles nicht so wirklich weitergeholfen. Hallo, hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Du kannst nicht im Meer schwimmen, Hühnchen. Das ist zu gefährlich. Der Wasserdrache wartet da mit einem offenen Maul. Ich kann ja verstehen, dass du Schätze willst, aber riskier dafür doch nicht dein Leben. Ja, aber wir müssen den Wasserdrache ja schließlich loswerden. Nee, nicht mit mir. Ja gut, irgendwie hilft uns das alles nicht so richtig weiter. Heiliger Knochen. Nein, noch. Kämpfen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Bleibt jetzt nicht da noch übrig. Denn ich möchte auch nicht aus diesem Kampf fliehen. Nicht mit mir. So geht's natürlich auch. So, haben wir das erledigt. Ja, zeitlich war das jetzt nicht so der Hit, aber hey. Okay. Gehen wir erstmal wieder Richtung Stadt zurück. Also ich weiß gerade nicht so ganz weiter. Oh nein, ich verzichte. Bin weg. Tschüss. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Gar nicht so einfach. So. Einmal rauf. So. Log-Journal. Kaguyas Erinnerung. Bruchstücke meiner Erinnerung kehren langsam zurück. Zusammen formen sie eine Vision. Ich sehe ein königliches Siegel eingraviert in die Erde unter einem Bambushain.
Ich muss zur Sauerzuflucht gehen. Das mit der Sauerzuflucht, haben wir das nicht schon erledigt gehabt? Dort würde es sich aufklären. Die Obermatze der Stadt leben auf der anderen Seite der Brücke da vorn. Das Gebiet ist vollgestopft mit tollen Palästen. Einer von ihnen gehört Königin Himiko, der Herrscherin über Nippon. Man erkennt ihn daran, dass er wirklich riesig ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie so ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mögen werde. Ich meine, es sieht so aus, als ob sie sich gar nicht um den Nebel kümmern würde. Und außerdem mag die Königin ihn ran. Ah, okay. Das hatten wir doch alles schon. Reiseführer, Land der Götter. Zu viel Text. Gut, das mag man sich alles gar nicht durchlesen. Okay, ich bin da jetzt ein bisschen überfragt, welchen... Ja, alles neu. Gut und schön. Okay. Gut. Lassen wir das erstmal so. Ja. Also ich weiß einfach nicht genau. Ja, ich weiß einfach nicht genau, welcher Baum da jetzt gemeint ist, den wir jetzt noch zum Blühen bringen müssen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Die Frage ist nur, was? Ich sollte mich da, glaube ich, mal schlau machen. Und gutes Stichwort, es wird gerade wieder Tag. Ich würde sagen, wir speichern noch einmal. Und dann soll es erstmal hier an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, wir kommen dann im nächsten Part etwas mehr voran als heute. Schauen wir doch mal. Gut, das war es erstmal an dieser Stelle. Mal einen schönen Rundblick. Ja, das war es erstmal an dieser Stelle von diesem Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Bye.